Brandenburg, Deutschland und Esperanza, Dominikanische Republik, Rafael Vejera. Und nun, meine Damen und Herren, die blaue Ecke. Er ist ein Lokalmatador aus Köln von Wassermann Boxing. 29 Jahre jung. Brachte gestern beim Wiegen 72,4 Kilogramm auf die Waage und misst 1,82 Meter. Er ist Profi seit 2016. Sein Kampfrekord, er ist ungeschlagen. 16 Kämpfe, 15 Siege, 7-mal gewann er durch K.O. Er ist amtierender, the reigning and defending IBF European Champion. Der Lokalmatador aus Köln, Dennis Radovan! 10 Runden, IBF-Europameisterschaft im Mittelgewicht, Gewichtslimit 72,5. Seconds out, ringfrei, Runde 1, Round 1. Der Empfang war laut und schön für Dennis Radovan. Ich glaube, so kann man das in jedem Fall zusammenfassen. Die Hauskulisse hätte noch ein bisschen größer sein können, aber heutzutage hat man ja auch dann sein Mobilfunkgerät in der Hand und filmt das alles mit, was da passiert. Da kann man nicht mehr so gut klatschen. Aber gute Stimmung und er freut sich drauf, Dennis Radovan, und will natürlich seinem Publikum dann auch was zeigen und was bieten. Toller Techniker, gute Führhand. Er hat auch eine große Präzision. Nicht der One-Punch-Knockouter, das stimmt wohl. Mit nur 7 K.O.s aus 15 Siegen. Ja, da kann man sagen, da könnte man noch ein bisschen mehr in der Weltspitze brauchen. Aber die Präzision, das ist eben das, was am Ende auch nicht zu unterschätzen ist. Was macht Rafael Bejara, der vor 14 Tagen noch einen Kampf gemacht hat? Also demzufolge schauen muss, wie das hier mit der Kondition funktionieren kann. Er wird versuchen, wild reinzuhauen, so wie er es hier auch macht. Und da gilt es natürlich für Dennis Radovan, die Nerven zu behalten, den Überblick zu behalten. Schön, das ist er. Gute Hände, gutes Auge. Das schön abgefangen, auf den Aufwärtshaken geblockt. Er ist nicht durchgekommen und dann bleibt er dran und schiebt sich da auch schön nach vorne. Er nutzt die Möglichkeit dann, wenn er spürt, okay, da war der Truck unterwegs von Bejaran. Spürst du auf dem Handschuh, weißt, jetzt ist die Möglichkeit, die Lücke zu nutzen. Schön, klasse abgefangen. Richtig gut gemacht. Das Feintuning, die Ecke, Conny Mittermeier, der schon reinruft. Ab und zu mal, wenn er nach vorne stürmt, wäre der Aufwärtshaken auch eine schöne Idee. Also mit rechts den Aufwärtshaken, da guter Treffer mal von Bejaran. Sich da nicht zu sehr revanchieren wollen. Das ist ja immer die Gefahr, einen Treffer zu bekommen und dann zu decken. So, jetzt zeige ich es aber. Schön zum Körper wieder. Und dieses Rumgehampel von Bejaran, der nach jedem Treffer dann zeigt, ich habe gar nichts gespürt von deinem Treffer, zeigt eins ganz deutlich an, er hat sie gespürt. Aber er versucht es mit Abzacken. Radovan hat das gut im Griff. Bleib einfach ruhig. Und nimm den Uppercut wieder nochmal. Bleib ruhig und zieh mal Uppercut und rack ihn wieder. Okay?
auf die Rechtsseite. Und versuch mal auf die Rechtsseite gehen. Immer auf die Rechtsseite. So hast du gut gemacht. Okay? Schöne Arme oben. Männer und explosiver. Mach mal immer explosiver. Komm mal. Hier kannst du wieder spucken. Okay, wieder waschen. Sehr schön. Ja, und. Kopfnicken bei Dennis Radovan, was so ein bisschen zeigen soll, naja, läuft auch eigentlich ganz gut, bin ganz zufrieden. Hat ein bisschen was versucht, Bejaran. Und ich habe gut dagegen gehalten. Also damit ist er anscheinend zufrieden und das kann auch sein. Hat die erste Runde gut und kontrolliert über die Runde gebracht. Verzeiht gut. Das gefällt mir gut. Zum Kopf, zum Körper zu gehen. Dennis Radovan. 13 K.O.-Sieger bei Bejaran. Aus 30 Siegen insgesamt. Die Art und Weise, wie er kämpft, lässt vermuten oder ließe vermuten, dass er seine Schlaghärte ein klein bisschen anders einschätzt, weil er glaubt, er kann hier mit einem Treffer dann viel verändern. Radovan, keiner, der solche Treffer bislang in seiner Karriere häufig genommen hat. Toller Konter von Radovan, der das perfekt macht, der ein gutes Auge hat und der im richtigen Moment das gegenhält und da reinsteigt. Schöner Aufwärtshack nochmal. 1:48, nächster Treffer, wieder am Boden, wird zum zweiten Mal angezählt. Und noch 1:36. Was macht Dennis Radovan? Schöner Haken, guter Treffer. Und nochmal die rechte an die Schläfe. Der Kampf ist aus. Der Kampf ist aus. Das Handtuch flog. Zu harte Treffer, zu präzise, zu genau. Und zu viel davon in einer Runde. TKO in Runde 2. Mit Übersicht, mit Auge. Klasse Leistung von Dennis Radovan. Hier der Körpertreffer. Schön auf die Leber. Und da muss er einmal durchschnaufen und zu Boden und ärgert sich und macht so ein bisschen oder lässt den Anschein auch da. Ich kann mich jetzt hier gleich wieder im Kampf stellen und dann kommt der nächste Treffer und er ist wieder unten und dann kommt noch ein Treffer und dann ist er wieder unten und dann fliegt das Handtuch rein, weil er zu offen dasteht und zu wild in die Aktion geht und keine Deckung mehr hat und dann klasse abgekontert wird hier mit der rechten, die nicht mal voll ins Ziel kommen musste und schon ausreichend war. Gute Vorstellung. Zum ersten Mal in seiner Heimatstadt als Profi und dann noch mit dem Druck, weil es da Schwierigkeiten gab, mit der Kampfverlegung. Welcher Gegner wird es denn nun sein können? Dann nochmal sich auf einen anderen Gegner vorbereiten. Das Ganze um eine Woche noch verschoben gesehen zu haben. Aber unbedingt in den Ring wollen, Dennis Radovan. Bejaran hat alles probiert, in der ersten Runde zumindest mit wilden Attacken, aber Radovan hat gezeigt, als klasse Boxer, nee, davon lässt du dich nicht aus deinem Konzept bringen, ganz im Gegenteil. Die Deckung steht, der Kampfplan ebenfalls und dann kommen die Treffer genauso präzise, wie sie kommen müssen und kommen sollen. Starke Leistung, Dennis Radovan, toller Sieg. Applaus für beide Boxer. Meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, das offizielle Urteil. We got a winner by TKO after 1 minute and 30 seconds. Wir haben einen Sieger durch TKO in Runde 2 nach 1 Minute und 30. Vom Team Wassermann aus Köln, Dennis Radovan.
Champion! Dennis Radovan! Dieser Gürtel bleibt also in Köln. IBF Europa Titelträger Dennis Radovan. Starke Vorstellung. Und da ist auch die Frau Radovan. Ja, das ist natürlich noch schöner als der Pokal, den er da jetzt bekommen hat. Bei mir Dennis Radovan. Den Kuss haben wir gerne abgewartet. Völlig zu Recht. Damit steht, glaube ich, erstmal fest, du musst jetzt nicht in die Politik, richtig? Nee, da bin ich, glaube ich, nicht der richtige Mann für. Genau, aber es war auf jeden Fall ein schnelles Geschäft heute. Sehr, sehr intensiv. Es ging ja darum, das sollte der nächste Schritt werden. Jetzt frage ich dich, wie groß war dieser Schritt? Ich muss sagen, Respekt an Raphael, der Mann ist, der ist topfit gewesen, ja. Das haben wir gesehen. Ja, er hat es mir auch am Anfang nicht leicht gemacht. Man hat gesehen, dass er wirklich sehr, sehr erfahren ist. Er wusste ganz genau, was er macht. Er hat mich schon ein paar Mal geärgert in der ersten Runde. Aber ich habe dann die Lücken gesehen und ja, gut getroffen. Wir haben ja dann, glaube ich, gesehen, das Lieblingsorgan ist, glaube ich, die Leber. Das hat ja dann schon mal auf die Erde geführt. Und von daher war das echt auch so der Plan, da gehen wir dann mal auf den Körper. Oder hat sich das dann so aus dem Kampf ergeben? Oder war das wieder ein Befehl von Conny? Ja, mein Trainer Conny Mittermeier, der hat mich schon drauf vorbereitet, ja, zum Körper zu gehen. Das war schon sein Schachzug. Ja, das war sein Schachzug. Wie stolz bist du mit dem Titel hier? Ja, sehr stolz, ne? Drittes Mal verteidigt jetzt und schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, da gibt es ja so einige Namen, die so im Raum stehen und so. Wie wäre es denn zum Beispiel mit Patrick Wojcicki? Jeder, ist egal wer. Kein Problem. Egal wer, ja. Wir wissen zum Beispiel auch heute Nacht, da boxt ja auch noch ein großer Name, Canelo und so. Deswegen auch mal die Frage, ist das auch so wirklich dein optimales Gewicht oder kann man da auch noch ein bisschen variieren? Weil im Mittelgewicht, da tummelt sich auch so einiges, beziehungsweise er hat da geboxt und manchmal auch im Supermittel und so weiter. Wo willst du dich denn da einpendeln? Ja, aktuell Mittelgewicht, ne? Also wie man unschwer erkennen kann. Ja, wenn es denn passt, aber es geht ja auch in anderen weiter. Aber ich sag mal so, ich möchte erstmal meine Ziele im Mittelgewicht erreichen und dann gucken wir weiter. Erstmal Mittelgewicht, das ist meine Gewichtsklasse, Ziele erfüllen und dann kann man sich neue Ziele setzen. Ziel wäre ja zum Beispiel auch Verlängerung eines Vertrages, der jetzt irgendwann ausläuft, ne? In naher Zukunft. Ja, aber da bin ich... Da steht ja daneben der Kalle Sauerland. Kalle, komm doch mal dazu. Genau, da steht der Mann, mit dem man quatschen muss. Ja, wie sieht es denn aus nach so einem Kampf? Jetzt sind wir einig, oder? Ich sehe es auch so, dann einen Kuli habe ich dabei, da können wir schon mal... Schreiben wir gleich in der Kabine. Okay, aber kurz was zum Kampf. Aber Spaß was zur Seite. Man kann ja den Kampf... der Schlag, der war einen Meter weg von mir, der hat so wehgetan, also unfassbarer Treffer. Die Weltmeisterschaft muss jetzt kommen, ja? Und die wollen wir nach Köln holen. Und... Nummer 4 der Welt ist natürlich eine Wahnsinnsgewichtsklasse. Wir wissen alle, dass Golovkin wahrscheinlich diesen Titel abgibt, um gegen Canelo zu boxen. Und dann wird es richtig spannend. Ja, das ist auch natürlich Patrick Wojcicki ganz oben dabei. Also vielleicht ein deutsch-deutsches Duell um die Weltmeisterschaft dieses Jahr noch. Dennis, wie findest du das? Patrick! Okay, ich höre schon was. Okay, da bahnt sich also was an. Ich glaube, beide Seiten sind da bereit. Wir sind natürlich... Wir freuen uns, wenn wir eine Weltmeisterschaft nach Deutschland holen können und einen Deutschen gegen einen Deutschen natürlich sensationell. Köln gegen Wolfsburg, das vielleicht läuft ein bisschen anders wie heute, aber mal sehen. Auf jeden Fall Weltmeisterschaft dieses Jahr, das ist der Ziel. Okay, damit haben wir auch, ja, den Seitenhieb haben wir auch verstanden. Der eine kommt aus Wolfsburg, hier haben wir den Köln-Fan, hat doch nicht so ganz geklappt, aber du hast ja zumindest heute ja, gleich gezogen im Ring. Man muss ja sehen in der Tabelle, wo der FC steht und wo Wolfsburg steht. Ne? Also das muss man schon dann... ne? Genau so. Und deswegen gibt es genug Gründe für Dennis Radovan heute zu feiern. Dann standesgemäß mit dem Kölsch? Nur Wasser. Mit Sprudel aber. Oh ja, das ist aber nicht zu viel davon und nicht so heftig durcheinander trinken. Dankeschön, Dennis Radovan.
Und wir machen eine ganz kleine Pause und danach sprechen wir nochmal über diesen spektakulären Kampf hier, analysieren und so weiter. Wir sehen uns gleich hier zurück in Köln im Sartori-Saal.